Hallo liebe Freunde der Neugier, es war ja in den letzten Tagen immer wieder in der Presse, denn es war gestern super Vollmond und ein paar Tage zuvor war auch noch schwarzer Mond. Das klingt alles sehr mysteriös und fantastisch und daneben her gibt es sogar noch einen blauen Mond und einen Blutmond und das klingt total toll, aber was ist das alles eigentlich genau? Und genau das möchte ich heute erklären. Los geht's! Fangen wir einfach mal mit dem schwarzen Mond an. Ich finde, das klingt ziemlich okkult und als wenn das so eine Konstellation wäre, wo man dann irgendwelche bösen Dämonen beschwören kann. Aber eigentlich bezeichnet man normalerweise den schwarzen Mond als nichts anderes, als wenn es zweimal in einem Monat Neumond gibt. Neumond ist quasi, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht. In ganz besonderen Konstellationen ist das sogar eine Sonnenfinsternis. Aber für gewöhnlich ist es an den Tagen, wo es Neumond gibt, so, dass die Sonne und der Mond ungefähr gleichzeitig aufgehen und man ihn deswegen nicht sieht, weil natürlich der Mond uns seine dunkle Seite zugewandt hat, beziehungsweise die Seite, die von der Sonne beleuchtet wird, die sieht man einfach nicht von der Erde aus. Für gewöhnlich ist es allerdings so, dass die Mondphasen ungefähr so lang wie ein Monat sind, aber eben nicht ganz genau. Denn der Mondzyklus beträgt ungefähr 29 Tage und wie ihr wisst, sind die Monate immer so 30, 31 Tage lang. Dadurch entsteht es in ganz seltenen Fällen, dass man quasi am Anfang des Monats einen Neumond hat und dann ganz am Ende des Monats nochmal einen Neumond. Dadurch gibt es quasi zwei Neumonde in einem Monat und das bezeichnet man als schwarzen Mond. Und natürlich, wie immer, spielt der Mond auch in vielen mystischen Zusammenhängen eine wichtige Rolle. Und deswegen ist der schwarze Mond natürlich auch ein besonderes Ereignis, wenn es sich um Mystik dreht. Allerdings hat er nicht wirklich einen besonderen Einfluss auf die Geschehnisse auf der Erde. Auch wenn dann viele natürlich erzählen, das ist ein Wendepunkt der Gezeiten und so weiter. Was Besonderes passiert da eigentlich nicht, denn man muss sagen, dass der schwarze Mond etwa alle 29 Monate auftritt, das sind ungefähr alle 2,5 Jahre. Und alle 2,5 Jahre so ein krasses Ereignis, das wäre wahrscheinlich ziemlich anstrengend. Es gibt allerdings noch eine zweite Bedeutung für den schwarzen Mond. Und zwar ist es ja so, dass der Mond in einem Oval um die Erde kreist, also nicht ganz gleich. Und weil sich die Gravitation der Erde und die Gravitation des Mondes gegenseitig beeinflussen, eiert quasi die Erde und der Mond. Das bewegt sich quasi in so einer Ellipse und eine Ellipse hat ja nicht einen Mittelpunkt wie ein richtiger Kreis, sondern zwei quasi Mittelpunkte oder zwei Fokuspunkte. Und an dem einen liegt die Erde und an dem anderen ist der sogenannte zweite Mond oder der schwarze Mond, aber den nennt man auch Lilith. Lilith ist in der Astrologie eine durchaus ernstzunehmende Person, die auch immer so mit Unheil in Verbindung gebracht wird. Allerdings muss man Astrologie von Astronomie unterscheiden, denn Astrologie ist quasi das alles, was mit Sternzeichen zu tun hat und Horoskopen und sowas und Astronomie, also Astronomie sozusagen, ist die Lehre von den Sternen, also das, was eher wissenschaftlich ist. In der Mythologie oder ich sag mal in der biblischen Geschichte soll Lilith die eigentlich erste Frau von Adam gewesen sein, die noch vor Eva erschaffen wurde. Und ich möchte hier da aber nicht genaueres erzählen, weil darum geht's hier nicht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht dann nochmal so ein mystisches Wesen-Video, wie ich die schon mal gemacht habe einfach. So, also festzuhalten ist, der schwarze Mond bedeutet einfach nur zwei Neumonde in einem Monat. So, und was ist jetzt ein blauer Mond? Das ist genau das Gegenstück. Das bedeutet nämlich, dass es zwei Vollmonde in einem Monat gibt. Das ist sozusagen wie der schwarze Mond, nur genau umgedreht. Vollmond entsteht ja quasi, wenn die Sonne auf der einen Seite von der Erde ist und der Mond auf die andere Seite, sodass wir auf der Erde die beschienene Seite des Mondes sehen können. Dann gibt es allerdings auch noch den Blutmond. Und ich finde, das klingt so ähnlich wie der Schwarzmond, sehr düster und unheilvoll. Aber eigentlich ist es nichts anderes als eine Mondfinsternis. Eine Mondfinsternis entsteht ähnlich wie bei Vollmond, nur dass natürlich die Erde einen Schatten wirft, also die Sonne bescheint ja die Erde und die Erde wirft einen Schatten und dieser Schatten fällt genau auf den Mond. Das ist jetzt auch relativ selten, deswegen kommt es nicht so häufig vor. Dieses Ereignis kann logischerweise auch nur entstehen, wenn Vollmond ist. Und dann wirkt manchmal der Mond allerdings bedrohlich rot. Und diese rote Farbe kommt aber dadurch wahrscheinlich, dass das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gebrochen wird und dadurch quasi nur das rote Licht auf den Mond trifft und dadurch wirkt der Mond rot. Ihr kennt das ja auch, dass zum Beispiel
bestimmte Sonnenstrahlen oder Sonnenwellenlängen ausgefiltert werden, wodurch unser Himmel blau erscheint, weil das Weltall ist ja eigentlich nicht blau, sondern schwarz. Und eben der gleiche Effekt trägt dazu bei, dass der Mond rot erscheint. Es ist natürlich ein sehr spektakuläres Ereignis und sieht auch sehr interessant aus. Allerdings hat es eigentlich keinen großen Einfluss auf das Leben auf der Erde. Zumindest meiner Meinung nach. Ich bin da eher aufgeklärt und glaube jetzt nicht an Sternenkonstellationen oder sowas. Und dann haben wir natürlich noch den Supermond, den wir eben gestern hatten. Und der Supermond kommt dadurch zustande, dass der Mond sich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in einer Ellipse um die Erde bewegt. Das heißt, es gibt eine enge Stelle und eine breite Stelle in der Umlaufbahn. Und je nachdem, an welcher Stelle sich der Mond befindet, ist er etwas weiter weg oder etwas näher an der Erde. Und der Supermond ist normalerweise eben an dieser Stelle, wo er etwas näher an der Erde ist und entsprechend größer. Allerdings muss man sagen, dass er an dieser Position etwa nur 7% größer ist. Und mit dem bloßen Auge ist das normalerweise gar nicht wirklich zu erkennen. Ich zeige euch mal hier einen Vergleich, wie unterschiedlich groß das wirkt, wenn man jetzt wirklich den Mond betrachtet. Hier einmal normal und hier 7% größer. Hier auch nochmal rangezoomt, also normal und größer. Ihr seht, da ist kein wirklich großer Unterschied. Aber warum ist es jetzt so, dass alle total auf den Supermond abfahren? Da gibt es noch nämlich eine andere Geschichte, und zwar gibt es nämlich die sogenannte Mondtäuschung. Und das bedeutet ungefähr so viel, wie dass der Mond und die Sonne in Horizontnähe größer erscheinen. Ihr kennt das vielleicht von einem Sonnenuntergang oder von einem tiefstehenden Mond. Und das wird eben als Mondtäuschung bezeichnet, obwohl der Mond oder die Sonne einfach gar nicht größer sind. Und man ist sich noch nicht so richtig im Klaren, wodurch dieser Effekt hervorgerufen wird, weil er ausschließlich psychologisch ist. Und die Vermutungen liegen nahe, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass man, wenn man den Mond am Horizont sieht, man das Ganze in Relation mit zum Beispiel den Bäumen oder Bergen setzt, die da am Horizont zu sehen sind. Das Gehirn vergleicht also die Größe des Mondes mit der Größe der Umgebung. Und weil wir wissen, wie groß ungefähr so ein Baum ist und wie groß ungefähr so ein Berg ist, erscheint uns der Mond größer. Da gibt es auch entsprechende optische Täuschungen, die das nahelegen. Bei dieser optischen Täuschung hier ist zum Beispiel der mittlere Kreis in beiden Fällen gleich groß, obwohl der eine größer wirkt als der andere. Sowas nennt man auch relatives Verhältnis. Und so kann es natürlich vorkommen, dass ein Vollmond, gerade wenn er sich etwas tiefer am Himmel befindet, uns viel, viel größer erscheint und wir dann denken, boah, ist das ein Supermond? Ja, und das ist der ganze Zauber um den Supermond. Habt ihr denn gestern auch den Supermond betrachtet oder war es bei euch eher bewölkt? Und habt ihr auch schon mal einen Blutmond gesehen? Der kommt ja auch nicht so häufig vor. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.